Zumindest ein bisschen besser. Ja. Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, das kann man später noch ändern. Gibt es eigentlich Erfolge dafür? Ich bin ja gar kein Freund davon, wenn man Schwierigkeitstrophäen hat. Ich probiere nochmal. Schwierig auf gar keinen Fall. Also das ist gar keine Option. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Oh, wo kommt denn der Restream-Bot her? Ey, das ist gar keine so schlechte Idee eigentlich. Fällt mir ja jetzt erst ein. Wo ist der Sound jetzt auf einmal hin? Hallo? Wo ist der Sound? Was ist mit dem Sound los? Auf einmal ist er weg. Oh. Irgendwas ist hier schon wieder kaputt, dass man keinen Sound hat. Was ich sagen wollte, es ist gar keine so schlechte Idee, eigentlich diesen Restream-Bot laufen zu lassen, weil dann sind ja alle YouTube-Nachrichten im Twitch-Chat und dann kann keiner was sagen. Hä, schon wieder kein Sound. Und warum sehe ich hier ein ASS? Warte mal, war jetzt im Intro-Sound? Ich weiß es nicht. Nur nochmal. Fängt das Game direkt mit einem Soundbug an. Ich lieb's. Okay, nee, das ist ein Game-Fehler. Okay, dann nochmal. Zum Glück kann man skippen. Ja, wieder am Anfang. Das stimmt wohl. Jetzt ist Sound da. Und warum sehe ich die ganze Zeit ein ARSCH? Das war jetzt auch eher gesagt so spontan, ne? Also ich bin ja auch logischerweise auch auf Twitch live. Aber und das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hab nämlich die Website noch offen, wo ich eingestellt habe, der soll diesen YouTube-Stream nehmen, also Restream. Und dann ist mir so eingefallen, Moment mal, warum kommt denn die Nachricht jetzt hier in den Twitch-Chat? Ist eigentlich eine geile Idee, ne? Da hat mir das Universum doch noch eine gute Idee vor Augen gelegt.
Also Teil 1 von dem Game ist mehr so Action anstatt Horror. Dieser Teil soll ja mehr Horror sein. Bin ich mal gespannt. Also es fängt jetzt schon interessant an. Der Mond ist aufgegangen. Ich denke mal, solange man keine Aubergine sieht, keine Gurke sieht, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ein Pfirsich zu sehen ist noch ganz okay. Hier ist doch safe ein Collectible, oder? Wo soll ich denn jetzt hin? Hier oder da drüben? Ich weiß es nicht. Nachher ist es der falsche Weg. Achso, hier ist ja ein Baumstamm. Gut, never mind. In Deutschland wäre das, glaube ich, so. In anderen Ländern würde man das, glaube ich, nicht so verbissen nehmen. Also nicht so verbissen. Ach, weißt du was? Der war mein. Sieht man da was? Ich sehe, glaube ich, nee, oder? Nur um sicher zu gehen. Ich sehe schon, Werbeunfreundlichkeit wäre gekommen. Ja, wie bei Mario. Hey Kleine, wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Wer hat denn bitte die Untertitel eingestellt? Die sind ja absolut asynchron. Was ist passiert? Das triggert mich ein bisschen. Für die Arbeit. Ja. Und außerdem sagen die Untertitel nicht das, was gesagt wird. Das nervt mich auch. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollen. Okay, jetzt passt's wieder. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Nee, jetzt passt's wieder nicht. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Hat die ihr Kleines, ihre Kleine Logan genannt? Nein, ist das nicht ein Kopf nicht hängen. Männlicher Name? Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt. Oder ist das auch so ein Name für beides? Oder, na ja gut, beides ist heutzutage auch kein Begriff mehr. Mit mir an diesem Fall für alles. Ist genau ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze sie. Okay. Irgendwelche Tipps?
Ist ja wie Denise. Nichts, das. Mein Onkel heißt Denise. Würde. Ist eigentlich ja auch eher so feminin. Dennis ja, aber Denise eher nicht so. Da wären wir. Cauldron Lake. Ach so, war schon immer für beide. Okay. Gehen wir an die Arbeit. Wusste ich gar nicht. Man lernt halt nie aus, ne? Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Ich habe das Gefühl, es gibt jetzt schon Collectibles. Return 1. Einladung. Finde die Deputies. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte unser Deputy sein. Ich hebe eine Karte auf. Okay, mit der Karte kann ich ja wenig anfangen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang, weil der andere Typ da links lang läuft. Ich muss zurück. Okay, ich darf da nicht lang. Return to me sagt mir nichts. Tatsächlich. Darf ich hier lang oder werde ich da wieder weggestoßen? So viele Wege. Nachher laufe ich noch den richtigen lang. Das wäre richtig bitter. Und deswegen bin ich da auch irgendwie so gar kein Freund von. Okay, hier geht's runter. Das ist so oft schon passiert. Du kannst ein bisschen frei rumlaufen in den Gegenden und dann läufst du außerdem den richtigen Weg lang, weil du keine Ahnung hast, welcher nun der richtige Weg ist. Das Federal Bureau of Control? Das ist ja mal was Neues. Toxisches vulkanisches Gas. Das FBI ist das Sirenix-Lied. Ah. Abteilung, die nur für seltsame Fälle auftaucht. Was ist so ungewöhnlich an vulkanischem Gas? Keine Ahnung. Willkommen zurück, Anderson. Hey, hier drüben. Jetzt will ich aber auch hier lang. Okay, darf ich nicht? Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson, ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ja, irgendwie wird das nicht angezeigt. Ah, so wird's angezeigt. Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Wir sind nur etwas verwirrt, ja. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See. Woher kenne ich diese Synchronstimme? Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Sag ihm, dass ich hier warte. Ich führe sie herum. Schon gut, Thornton. Also ich kenne die Synchronstimme, die hat irgendein dicker Cartoon-Charakter gesprochen. War das nicht sogar Ben Tens Opa oder was der, wer das ist? Onkel, whatever? Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für oder war die anders? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, ich meine, die Stimme mit einem dicken Cartoon-Charakter in Verbindung zu bringen.
Ich muss die Fakten noch einmal durchgehen. Falltafel. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik, um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall. Sag mir nicht, ich muss auch Fälle lösen, dann bin ich ja völlig verloren. Ich glaube, da bin ich nicht gut drin. Da brauche ich Meisterdetektiv Soulhunter. Was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte noch mal nachsehen. Ach so. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Opfer Nummer 3 mit unkindlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst. Zwei der Opfer haben blaue Flecken, wurden gefesselt oder festgeschnallt. Das letzte Opfer starb beim schweren Thoraxtrauma. Genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustands der Leiche schwer zu sagen. Der aufgeblähte Leichnam deutet auf Ertrinken hin, doch nur ein Opfer wurde im Wasser gefunden. Das Opfer wurde als vermisst gemeldet. Ich glaube, das ist optional. Oh, wenn du den Gedankenraum besuchst, wird das Spiel nicht pausiert, also achte auf Gefahren in deiner Nähe. Oh, das ist krass. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Da brauche ich einen Schlüssel. Oder kann ich das aufschießen? Nee, ich kann meine Waffe noch nicht benutzen. Da stand zwar gerade 12 Schuss, aber geht noch nicht. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Ach, das sind quasi die Artikel, die hier draufstehen, ja, übersetzt. Anderson. Okay. So viele mögliche Wege, ne? Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich. Mirror Peak. Der majestätische Berg in der Ferne ist das Wahrzeichen des oberhalb des Cauldron Lakes. Hier ist auch schon wieder ein möglicher Weg, den man gehen kann, sogar mehrere. Oh. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ich wette, hier ist irgendwo irgendwas. Bisher zwar noch nichts, aber irgendwo wird definitiv was sein. Ich bin mir sicher. Motor Falls. Ach, hier schneiden sich die Wege wieder. Im Wald kann es gefährlich werden.
Ach egal, da wäre zwar noch ein Weg gewesen, aber... Wenn man zurück zur Natur möchte. Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf. Eieiei, wie viele Wege das hier... Nee, weißt du was? Nee, das ist zu viel. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ach, ich laufe jetzt lieber dem hinterher. Das ist ja hier ein reines Labyrinth. Wenn ich was übersehe, dann ist das halt so. Das ist ja extrem viel. Extrem viele Wege hier. Hey! Deputy Thornton, nehme ich an. Bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mord. Und die UFO-Vertuschung. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Oh, die Kameraempfindlichkeit, was ist denn da los? Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, oh nein, man sieht sein Dödel. Hm. Danke, Deputy. Keine Plan. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Schwierig. Kann man das sicherheitshalber zensieren? Das ist ein Hyperkusius-Filter. Nacktheitszensur. Ich glaube, Twitch macht das automatisch. Also diese Inhaltsdingsterbumster, je nach Kategorie. Warte mal. Schritt 1. Die Leiche untersuchen. Ich stelle mich einfach so hin, dass man den Dödel nicht sieht. Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Ich glaube, bei Gaming ist das nicht so schlimm, aber sicher ist sicher. Oh, sag mir nicht, dass das Game jetzt hier mit Fällen noch ist. Das wäre mir neu. Puh. So, warte mal. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Also ich bin in solchen Fällen-Games echt schlecht. Ich hoffe nur nicht, dass das zu viel benutzt wird. Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine neue Frage. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Hab das Herz.
Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Nee. Was denn jetzt? Also. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Die Hinweise haben offene Frage gelöst und Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer. Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Ah, jetzt verstehe ich so langsam tatsächlich, wie das hier funktioniert. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Okay, ich habe den Dreh ein bisschen raus jetzt, wie das hier funktioniert. Ah, warte kurz. So. Warte mal, ich habe doch... Habe ich noch was, irgendwas? Ja, Mann, nee, für später. Okay. Du kannst ja dann auch den Restream-Bot nutzen, um Chatnachrichten von beiden Plattformen anzeigen zu lassen. Ist eigentlich voll smart. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Mein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale. Robert Nightingale. Ja, ich glaube, sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwestern. Du entdeckst Hinweise, indem du mit Leuten redest oder die Umgebung erforschst. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked in cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Weißt du, wie, Stan das gelöst hat? Ich habe ihn ja auch geschrieben, er darf den Chat von beiden Plattformen nicht anzeigen lassen. Er hat einfach bei Botrix eingestellt, dass das Plattformsymbol verschwindet. Dann siehst du nicht, woher die Nachricht kommt. Das Einzige, wo es auffallen könnte, ist, wenn Leute auf YouTube ihren Klarnamen verwenden. Da gibt es ja so welche, die zum Beispiel dann Peter Lustig heißen oder sowas. Da würde es dann auffallen, weil Nutzernamen auf Twitch sind ja nur logischerweise ein zusammenhängendes Wort. Robert Nightingale, ex-FBI, kam vor 13 Jahren nach Bright Falls.
planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Warum ist das jetzt auf einmal auf Englisch? Ich habe das Gefühl, das Game ist noch nicht fertig, sondern einfach vorschnell auf den Markt gebracht. Zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Achso, warte. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See. Der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Der Fall des Mile High Stranglers. Darauf bin ich stolz. So, jetzt muss ich weiter gucken. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Okay, dann warte ich an. Jetzt müssen wir mal gucken. Zum See. Die Gegend ist aber ganz schön komplex. Warte mal. Ich weiß ja nicht, was hier begehbarer Weg ist und was nicht. Aber an und für sich, der See. Ja, gute Frage. Ist das hier ein See? Könnte auch ein Meer sein. Oder ist das der See? Fragen über Fragen. Ey, was ist mit dem Controller los? Wir wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Ich probiere einfach mal random rumzulaufen. Das wird schon irgendwie passen. Hallo, ich bin Agent Anderson und das ist Agent Casey, FBI. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu einer laufenden Ermittlung stellen. Alter, der Hund draußen geht mich so auf den Keks. Was ist denn los mit dem?
Oh, bin ich denn hier gelandet? Eine gruselige Zweigskulptur. Was da wohl drin ist? Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, ein Nickerchen machen. Okay, irgendwo gibt's was mit Symbolen. Ich muss gucken, ob ich hier Symbole finde. Dann kriege ich die Tür auf. Wahrscheinlich ist Hände waschen. Warte mal, Hände waschen war das erste. Wahrscheinlich ist beim Waschbecken was, dann beim Kühlschrank und dann beim, was auch immer das dritte war. Ah ja. Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Boah, nee, ich glaube, das Game ist im Moment ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Ich glaube, ich werde das privat durchspielen und nicht im Stream. So, Hände waschen, das ist dieser doppelseitige Pfeil. Ah ja. Warte, nochmal. Beim letzten können wir ja raten. Pfeil oben unten, dann Sanduhr. Warte mal, so. Dann diese komische Sanduhr da. Damit ich jetzt nicht nochmal hin und her laufen muss. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Ich glaube, ich muss durch den Nebel. Das würde, glaube ich, am meisten Sinn machen. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gerne hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nein. Nee. Da wussten, oder? Dass er hier war. Lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bukas. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Ich liebe diesen Teil. Ich komme auch überhaupt nicht mit der Karte klar, muss ich an der Stelle auch ganz ehrlich sagen. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass... Entdecke ein Kultversteck und eine Lunchbox. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. So, warte mal, was hast du auf Twitter geschrieben? Wie viele Erfolge gibt es denn? 66! Okay, Waffenverbesserung kann ich noch nicht machen. Ufos. Also hier kann man doch einiges verpassen. Gut, dass ich es auf Xbox geholt habe. Da ist mir die 100%-Quote relativ egal. Weil es gibt keinen Platin-Erfolg bei Xbox. Soll aber kommen, habe ich gehört.
Und ich komme mit der Karte auch irgendwie überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Junge, was ist mit dem Controller los? Ich laufe einfach auf gut Glück, das wird schon passen. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Weil entweder kommen wir an Sachen bei Collectibles vorbei. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Für mich ist es eigentlich immer der Ehrgeiz. Aber wenn irgendwas nicht machbar ist, dann lasse ich das auch sein. Zum Beispiel gibt es ja The Dark Pictures. Da musst du das Game gefühlt fünfmal durchspielen oder so, damit du alles kriegst. Und fünfmal quasi dasselbe Spiel ist doof. Mit Schreibmaschine verfasst. Langweilig. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Ihren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Nicht die letzte. Hebe die erste Manuskriptseite auf. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Eine Hexe ohne Herz. Ein seltsames Echo unseres Mörders. Was haben Nightingale und diese Seite gemeinsam? Der erste Streich, den ich Casey gespielt habe. Ein Klassiker. Wenn der Rest des Büros nur wüsste, was für ein Softie Casey ist. Du fehlst mir, Kleine. Bin bald wieder zu Hause. Noch elf. Mama ist zwar nicht mehr da, aber wenn ich das hier lese, habe ich das Gefühl, dass sie noch hier ist. Oh. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie austragen. Steckt etwas in ihm drin, in seiner Brust. Ich muss wissen, was. Das Opfer war einer der Ihren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Achso, das hat man schon. Der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Casey,
Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Ich glaube ihm. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse um ihre eigene... Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Also hier geht's schon mal nicht zum See. Dann ist das das hier oben tatsächlich. Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Hier geht's nicht weiter. Das Wasser ist zu tief. Willkommen zurück, Anderson. Oder ich habe schon alles gefunden, was ich brauche. Das kann natürlich auch sein. Bin gleich wieder zurück. Okay. Hier haben wir ein Tagebuch. Sie haben viel Müll zurückgelassen. Nicht sonderlich penibel. Okay. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch geradeaus, theoretisch. Die Wege sind halt ein bisschen schlecht erkennbar für mich. Ich habe ja sowieso mal Probleme mit Kartenlesen, ne? Das ist ja bestens bekannt. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Ed. TTK, ich weiß gar nicht, was du meinst. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Bei TTK lief doch alles Paletti. Das war alles nur Absicht. Alles so gewollt. Jetzt kann ich mal diesen Weg hier lang gehen. Da wollte ich vorhin schon lang gehen. Komm schon, Zack. Zurück an die Arbeit. Berichte den Deputy... Vielleicht mache ich in diesem Stream noch Hyrule Warriors rein. Ich glaube nicht, dass ich das lange spielen kann, das Game hier. Also nicht so wie Spider-Man, wo einfach mal 2 Stunden wie im Flug verging. Klar, wir sind noch im ersten Kapitel, aber das Game zieht sich ein bisschen. Also bis es hier losgeht, glaube ich, das dauert. Mache ich vielleicht nur ein Let's Show draus. Und den Rest spiele ich so. Über die nächsten Wochen verteilt. Noch eine Lunchbox?
Huch, was war denn das? Ja, Hyrule Warriors. Zeit wird's eigentlich mal. Lange ist's her. Ach, ich brauche mal wieder meine Karte. Ich finde nämlich nicht mehr, wo ich hin muss. Wobei, hier müssen wir hin. Ich muss nur einmal ums Haus rumlaufen, okay. Schön, Sie in einem Stück zu sehen. Ob Soul Hunter in diesem Leben noch Tears of the Kingdom durchspielt, das alles erfahren Sie in der nächsten Folge von Wings Club. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Genau wie ich gesagt habe. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Mirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dea Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Ja, in Wings Club Staffel 8, die niemals kommen wird. Ich sag dir, safe. Und damit würde ich alles verwetten, was ich habe. Staffel 9 kommt auf Deutsch raus. Bei Super ATL. Aber 8 wird einfach gekonnt geskippt. Da wette ich. Schlüssel zur Abkürzung. Ach, das ist hier vorne, glaube ich. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Dein, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Wobei ich halt schon gerne Staffel 8 auf Deutsch hätte. Einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe ja 8 noch nicht mal geguckt, ne? Weil ich immer gewartet habe, bis das mal auf Deutsch rauskommt. Und dann sind halt die Jahre wie im Flug vergangen. Weißt du, worauf ich Bock hätte, aber da brauche ich eine Vorlage. Wenn man, wenn ich Wings Club Englisch untertitelt kriege, also quasi die Untertitel für Hörgeschädigte oder sowas, die könnte ich verwenden, um deutsche Untertitel zu erstellen, einfach aus Spaß, für die, die Englisch nicht so mächtig sind. Noch eine Lunchbox. Noch eine Lunchbox. Bitte? Ich glaube, ich bin stuck. Nee, doch nicht. Oh, bitte nicht. Ich finde die jetzigen Stimmen eigentlich ganz super. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Platz entfernt, ein Stativ, Spuren... Aber gut möglich, weil Neuanfang, ne? Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Stuck, warte, dazu gibt es einen Emote. Den siehst du jetzt nur in der Vorschau, also im Video. Weil du bist ja im YouTube-Chat noch. Kurz. Ich muss die Emote-Reihenfolge tauschen. Warte kurz. Warte, ich muss noch meine Nachricht schreiben, sonst siehst du die unten in der Leiste nicht. Ja, aber ein bisschen klein. Bisschen klein.
Okay, hier ist safe noch eine Brotdose. Wenn ich mir die Karte so anschaue, geht's hier gleich irgendwo nach rechts und da ist Dead End. Hä? Warte mal. Irgendwas habe ich übersehen. Hier geht's irgendwo ganz kleines bisschen nach links. Ich werde mich umsehen. Müsste jetzt kommen. Oder hier, hier geht's auch noch. Aha. Na gut, nur ein Papier. Ach, hier bin ich jetzt. Ah. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ach, bin ich nur Beifahrer oder was? Hä? Ach, das Auto. Huch. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Ja, ich überlege auch gerade. Wollen wir mal Nachforschungen betreiben, bevor ich weiterspiele? Ich muss mal gucken, ob ich was dazu finde. Moment, Moment. Synchronsprecher. Alan Wake 2. Ja, okay, wir finden was dazu. Komm, wir machen jetzt Nachforschung kurz. Die Zeit nehme ich mir. Wie hieß die? Wie hieß die, die wir gespielt haben? Rolle. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wie die hieß. Oh, wie hieß denn die vor lauter Schreck jetzt? Warte mal kurz. Ich mach mal Option. Die wird ja jetzt sicherlich nochmal kommen. Es gab nämlich eine Option dafür, die habe ich eigentlich ausgelassen. Audio. Wo waren das? Sprechernamen in Untertiteln da. Hat das jetzt gespeichert? Ah, jetzt kommt die Stadt aus Alan Wake 1. Um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ja, es klappt ja super. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Warum sieht das so postapokalyptisch aus hier? Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Hey, wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Oh, hier gibt es bestimmt auch so viel zu entdecken, ne? Ich wette, ich könnte die ganzen Häuser hier abklappern und irgendwas noch finden. Aber wie heißt denn die Frau jetzt hier? Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay.
Der Name ist safe irgendwann schon mal gefallen, aber ich habe vergessen, wie die Frau hier heißt. Sage Anderson, sagst du? Ah, dann ist es die. Daniela Grubert. Okay, dann schreiben wir mal ihren Namen in die Synchronkartei rein. Ich poste dir mal den Link mit in den Chat. Dann kannst du da mitgucken, wenn du willst. Wait. Wurde der Link jetzt verschluckt? Der Link wurde verschluckt. Ah, ne, doch nicht. Also ich sehe ihn im YouTube-Fenster nicht. Warte mal, Serien. Good Omens. Ich guck mal, ob ich hier Animes sehe. Dann. The Order. Ja, The Order kenne ich. Rising Dion, ja. Kenne ich. Denver Clan. Ich überfliege das gerade, aber ich sehe sonst nichts, was ich so kenne. House of Cards kenne ich, aber nicht gesehen. Oder warte, ich poste dir den Link in Twitter. Ich weiß nicht, ob YouTube den Link verschluckt hat. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Uiuiui. Ach, Link war da. Bei mir in der Vorschau ist einfach nichts. Also bei mir in der Vorschau ist einfach nur meine Nachricht ein leerer Balken. Ein leerer Balken. Aber ich bin doch der Channel Owner. Warum darf ich das nicht? Ach, hier kannst du aber auch so viel verpassen. Nee, komm, lass hin. Scheiße, scheiß auf 100%, das ist einfach too much. Oh dear. Süß. Lasst mich raten. FBI. FBI, open up. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Wo ist mein Ehrgeiz? Zu meiner Verteidigung, ich spiele auf Xbox. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee. Da ist so, da ist mir das ein bisschen egal, aber eine Trophäe oder so fehlt. Agent Alex Casey. Ich habe es in weiser Voraussicht extra da geholt. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja.
Tut gut, diesen Ort wieder zu sehen aus Alan Wake 1. Hier fing alles an. Die Jukebox funktioniert nicht. Okay. Ich kann das einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Ist ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere. Okay, die Türen sind neu. Also quasi neu im Sinne von hier kommt man rein. Ruhe in Frieden. Wenn du das tust, gibt's tatsächlich nochmal einen Immortals Run. Nee, Spaß. That's too expensive. Ich muss das irgendwie aufkriegen. Noch nicht. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht mehr installiert. Warte. Oder? Warte mal, das ist alphabetisch. I. Nö. Aber ich habe hier so ein Xbox 360-Spiel immer noch. SpongeBob eiskalt entwischt. Das muss ich auch mal zocken. Ah, Quantum Break. Stimmt, das wollte ich ja auch mal zocken. Alfea, genau. K.O. the Kangaroo wollte ich auch mal im Stream zocken. Assassin's Creed Origins mit den vielen Schlangen muss ich auf Xbox auch noch 100% spielen. Aber da habe ich meinen Spaß dran bei dem Game. Da kommt der Schlangencounter wieder zum Einsatz. Ah, da muss ich wieder den Command einrichten. Beziehungsweise die Textbox. Die Textbox habe ich vorhin überschrieben gehabt. Für den Twitter-Livestream. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, na, Quantum Break will ich so durchspielen. Das ist auch wieder so ein Game, wo deine Entscheidungen alles beeinflussen. Aber das hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht. Weil am 16.11. kommt dieses Walking Dead-Spiel raus. Okay. Wo auch deine Entscheidungen alles beeinflussen. Selbst wenn es so in der Serie nicht passiert ist oder nicht passieren wird. Was haben Sie im Wald gesehen? Du kannst zum Beispiel schon Rick am Anfang sterben lassen und gucken, wie sich das dann entwickelt. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen. Ich weiß gar nicht, wie viel das Game kostet. Muss ich mal gucken, ob das schon im Store vorbestellbar ist. Sie haben den Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Ja. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Oder das zweite The Dark Pictures Game, Little Hope. Das hat einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, der das Game hatte. An und für sich war es das gruseligste von allen Vieren bisher. Die ganze Sache war. Aber am Ende war es halt wichtig, damit alle überleben, musst du bestimmte Eigenschaften im Spielverlauf freischalten. Zum Beispiel muss er mal eine egoistische Antwort gegeben haben, auch wenn die dir nicht passt. Wenn du die nicht gewählt hast und keine egoistische Charaktereigenschaft freigeschalten hast, ja, dann bist du am Ende tot halt. Warum auch immer. Der Autor soll in den See gefallen sein. Ich habe, glaube ich, dreimal versucht, Zutritt verboten. Das Game durchzuspielen, dass alle überleben. Habe ich nie geschafft. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Wegen dieser blöden Charaktereigenschaftsdingens. Der Kult des
Das hat meiner Meinung nach auch nichts mit Skill zu tun. Das ist ja dann auch nicht mehr freies Entscheiden, wenn du gezwungen wirst, Sachen zu nehmen, die dir gar nicht passen. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Ja, aber ich glaube, ich lasse es bei einem Let's Show. Ich glaube, das Spiel spiele ich privat durch. Das sage ich zwar bei vielen Games, aber das mache ich. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey für einen Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Ja. Das wird's auch sein. Genau, genau. Du verursachst ja immer Risse im Raum-Zeit-Kontinuum, die irgendwann katastrophale Ausmaße annehmen werden. Oh. Hä? Er ließ sie zurück. Warte mal, warte mal. Ach, hier oben geht... Oh, die Lampe, die ist ja mal ganz doll im Weg. Macht Sinn. Ah, hier kann ich die Lunchboxen aufhängen, die ich dann gefunden habe. Ey, der Hund draußen, der macht mich gerade schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. Oh, hier ist die gesamte Karte. Wenn das so weitergeht, haben wir noch 3-4 Gebiete. Ach, hier geht's noch weiter. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Ich bin mal auf deine Reaktion gespannt, okay, wenn du irgendwann mal Life is Strange 2 durch hast. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Also mein Playthrough ging damals gut aus. Hallo? Aber ich kenne die alternativen Enden. Und das ist ja kein Geheimnis, dass es alternative Enden gibt. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh. Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Oder du machst heute Abend einen ganz langen Life is Strange Stream. Merkwürdig, dass Episode Sie sich nicht daran erinnern. Episode 2 bis 5 oder so, Tochter? Oder wo du warst? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Das ist weird. Wo wir von Paralleluniversen sprechen. Ist das vielleicht hier der Fall? Wenn sie sich nicht erinnert, aber die anderen schon? Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen?
Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Guten Tag. Genau deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Besuche die Polizeiwache. Ach, ich bin hier drinnen fertig. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, weil sie ihn sich ansehen möchte. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Setter ist netter. Ah ja, die Polizeiwache von Bright Falls, ich erinnere mich. Die ist ja hier gleich um die Ecke. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Das schöne Wetter. Wovon redest du da, Fountain? Sie wissen schon, es hat stark geregnet und jetzt hat es aufgehört, weil Agentin Anderson hier ist. Sie hat das schöne Wetter mitgebracht. Hier ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Nö, ich gehe voraus. Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist das Sheriff-Büro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Also spätestens hier ist irgendwo ein Collectible safe. Ich glaube, das Cleverste ist es, wenn man das Spiel einfach erstmal durchrusht und später nochmal neu durchspielt, falls es eine Trophäe gibt für höheren Schwierigkeitsgrad, dann nebenbei einen Guide laufen lassen, wo halt die einzelnen sammelbaren Objekte sind. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Er macht Witze.
Aha, was haben wir da? Oh, das erinnert mich an Resident Evil mit diesem begrenzten Inventar. Oh. Ich krieg es nicht auf. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug. Wie haben Sie das angestellt? Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Da ist ein Lulli. Mensch, geh doch da nicht so drauf mit der Kamera. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh. Machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Hä? Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Verdammt! So.
gibt mir gerade Outlast-Vibes. Scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Laut der Seite muss man ins Licht. Versuche, im Licht zu bleiben und nicht vom Feind entdeckt zu werden. Bewegung, jetzt! Ist verschwunden. Kapitelende. Jeden Stream ein Kapitel, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. To be honest. Dann ist das noch nicht so lang. Also im Sinne von, ich habe ja gesagt, ich kann das nicht stundenlang spielen, weil das so ein bisschen war. Aber ich habe das Gefühl, jetzt dreht die Story sowieso richtig auf. Ach, scheiß auf Copyright Claim. Ich lasse die Mucke laufen.
hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden. So. Ich würde aber sagen, an der Stelle mache ich einen Cut. Für YouTube. Kapitel 1 von Alan Wake 2 beendet. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Ich guck mal, was wir jetzt noch machen. Ich denke, also ich werde es definitiv als Videoform nochmal veröffentlichen. Was könnten wir jetzt machen? Goat Simulator, Far Cry 5, bestes Spiel, by the way. Oder SpongeBob. Oder Hyrule Warriors. Aber da weiß ich nicht, wo ich die Cartridge habe. Muss ich mal gucken, wo ich die Cartridge von Hyrule Warriors habe. Moment. Ja, ich finde hier nichts. Ach, hier ist die.